Bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten ist Staatschef Abdel Fattah al-Sisi nach ersten Prognosen mit 92% in seinem Amt bestätigt worden. Dies ist keine Überraschung, denn sämtliche Widersacher des Präsidenten waren im Vorfeld verhaftet worden oder hatten ihre Bewerbung zurückgezogen. Der einzige weitere Kandidat gilt als Anhänger von al-Sisi. Weil ein haushoher Sieg für al-Sisi bereits erwartet worden war, richtet sich das Augenmerk nun auf die Wahlbeteiligung. Diese gilt als Indiz für die Zustimmung für den seit 2014 amtierenden Ex-General. So lag die Wahlbeteiligung offenbar bei knapp 38%. Das ist deutlich weniger als bei der Wahl 2014. Zwar sehen viele Ägypter in al-Sisi den starken Mann, der dem Chaos nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Hosni Mubarak ein Ende setzte, Kritiker werfen al-Sisi jedoch einen repressiven Führungsstil vor und machen ihn für die anhaltende Wirtschaftskrise verantwortlich.